Und ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, nämlich über ein bestimmtes Projekt, das ich schon seit langem geplant habe und auch schneide und rendere. Es ist Story Arc. Was ist Story Arc? Story Arc ist jetzt darauf basierend auf die Geschichte von Arc und ich spiele das nicht alleine. Das spiele ich mit Gretak und Sum. Sum ist Miro. Und wir haben so gesehen unsere Persönlichkeiten, die auch zu uns passen. Ich bin zum einen Teil ein Biologe und Anführer und so. Gretak ist Jäger und hat Ahnung von den Tieren. Und Sum ist so gesehen Schmieder und Kartenleser. Und wir werden mit der Zeit auch voneinander lernen. Und ja, wir rollenplayen auch so gesehen. Also ich muss sagen, es ist recht lustig, wie ich im Gretak Rollblade haben. Und ich musste ja so tun, als hätten wir keine Ahnung von Arc. Und wir sind so gesehen Arc-Veteranen. Und für uns ist das dann so ein bisschen lustig, so ein bisschen spielerisch. Und ja, es ist jetzt auch kein Projekt, das stark in den Roleplay geht. Es geht eher stark in die Story von Arc. Und da müssen wir halt am Anfang so tun, als wüssten wir halt nichts davon. Und ja, mir wisst natürlich Bescheid. Also ich bin klar, Gretak ist klar und Sum sollte eigentlich auch klar sein. Und wir starten auf der bekanntesten ersten Map, nämlich Island. Da fängt ja auch alles an von Arc und ja, wie überhaupt wir auf die Story gehen, das ist so. Es gibt Notes auf der ganzen Map und die Notes erzählen so gesehen die Geschichte der Überlebenden von Arc. Und wir suchen die und lesen und erforschen, ja, und unsere Geschichte so gesehen, also meine, Gretak und Sum, ist so, dass wir unsere eigene Vorgeschichte haben, auch so ein bisschen drüber reden in der Story und so, wird aber mit der Zeit so ein bisschen absenken, weil wir so gesehen ja schon einiges wissen, weil wir dann auch mal auf unseren Wissen zurückkommen können und müssen so spielen, als wüssten wir halt nichts. Es ist immer noch lustig, wenn ich darüber nachdenke, wie wir gespielt haben. Aber ich muss sagen, Gretak hat seine Rolle sehr gut gespielt, obwohl die überhaupt kein Rollenplay spielt. Und das war einfach lustig. Also, ja. Und wir werden das auch so handeln. Wir werden erst Island gehen, Scotch Earth, dann gehen wir auf Operation, dann Extinction und dann gehen wir auch auf Challenges. Das ist auch auf den Plan gelegt. Wir gehen zu Map zu Map. Jede Map hat seine eigene Geschichte. Ich weiß die Geschichte natürlich. Wir werden auch nach Regeln spielen, weil die Story das so halt vorgibt von Arc. Und ja, wird dann so eine Reihe kommen. Also die ganzen Maps von A bis Z werden durchgenommen, die zur Story passen. Ragnarok, Valguero und The Center sind so Nebenmaps, wo wir zum Beispiel hingehen und Greife tamen oder den Eiswibbern später holen und so. Das sind so die Maps, wo wir die Tiere herholen. Ja, wir spielen auch mit Mods. Die Mods sind allerdings mehr dekorativ und so, Hilfs-Items und so. Und es sind so gesehen der Akku-Kanto dazu gekommen. Es kommen so die gesehen von dem Mod-Ersteller die Adoptionstiere, wie der Dinosuchus und so weiter. Die sind jetzt da auch drin in dem Projekt. Damit wir auch so ein bisschen mehr Tiere haben und mehr zähmen können und auch mehr Spaß haben, weil die Tiere sind sehr besonders. Und ich finde, der Mottersteller hat auch da sehr gute Arbeit geleistet. Ja, der andere negative Effekt an der Sache ist, leider ist Folge 1 und 2 kaputt, weil mein Renderprogramm irgendwie Bild und Ton kaputt gemacht hat, was vorher nicht hatte. Keine Ahnung, was mit den zwei Aufnahmen passiert ist. Aber das ist leider kaputt. Es ist schade, es war eigentlich so lustig am Anfang, aber viel verpasst ihr eigentlich nicht. Es kommen noch sehr viele lustige Momente, wo wir spielen. Und ja, wie wir den Anfang eigentlich gemacht haben, war ja so, ich habe so gesehen Kisten bereitgestellt mit Schildern und Stoffkleidung und so. Und auf die jeweilige Klasse, da wir ja aufgeteilt waren, ich bin ja Biologe und so weiter, habe ich so gesehen eine Lupe gehabt am Anfang, wo ich halt dieses Tier
unter die Lupe genommen habe. Und Kettak musste da so lachen. Ich musste selber innerlich lachen. Es war so. Es ist einfach zu geil. Wenn Ark-Veteranen Rollen spielen müssen und ihr Wissen so gesehen zurückhalten, ist das einfach lustig. Und ja. Jedenfalls haben mich dann die Kisten gemacht und wir haben dann die Kisten geöffnet. Ich habe auch für jeden von uns ein Buch geschrieben von unserer Vergangenheit und mit wem wir befreundet und so weiter waren. Das war auch eigentlich lustig, das war eigentlich geil. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe eine Stunde lang für alle drei Geschichten überlegt. Wie mache ich jetzt welche Geschichte und passt das zu der Story? Ich musste das ja alles einbinden. Und ja, das ist leider verloren gegangen. Es war eigentlich lustig, es war eigentlich. Der Anfang war geil, aber ich kann leider ihn nicht mehr zeigen, weil mein Renderprogramm es kaputt gemacht hat und ich leider nicht mehr die Originalaufnahmen habe. Leider. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass in Zukunft sowas nicht noch weiter mit anderen Folgen passieren wird. Aber ja. Ist irgendwie auch so ein Fluch. Der Anfang ist immer irgendwie bei Ark bei mir verkorkt. Ich weiß auch nicht warum. Es passiert mir so oft, dass Ark den Anfang verkorkt hat oder die Folgen fehlen oder irgendwas anderes ist. Es ist irgendwo ein bisschen schade, aber ich kann leider nichts machen. Ist leider weg. Es sind auch nur so 40 bis 50 Minuten, die weg sind. Sehr zwei Folgen. Sind ungefähr 20, 25 Minuten lang. Sind ungefähr 40, 50 Minuten weg. Ihr verpasst nicht viel. Ist einfach nur der Anfang, der weg ist. Wo halt ein bisschen schade ist. Aber das meiste ist so gesehen auch da. Also viel verpasst ihr nicht. Also wir sind dann ab der dritten Folge immer noch auf demselben Weg, so gesehen. Und ja. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige erzählt. Wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen Rollenplay-mäßig sehr und das wird mit der Zeit halt nachlassen, weil wir auf die Story eingehen. Wir suchen auch die Notes und alles andere. Es kommt noch so viel Zeug, Leute. Also es ist ein langwieriges Projekt und ich werde auch versuchen, dass alle drei auch immer da sind. Also ich, Zoom und Kretak. Manchmal sind auch nur ich und Zoom. Nehmen wir zum Beispiel Tame oder so. Aber ich versuche halt so gut wie es geht, dass wir alle drei in dem Projekt sind. Macht auch mehr Spaß. Und ja, das ist das Wichtige, was ihr wissen müsst. Eins und zwei sind leider weg. Aber verpasst nicht viel. Das ist leider nur der Anfang, der weg ist. Und das meiste ist aber da. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuhören und viel Spaß in der ersten, dritten Folge. Bis dann. Ciao.